All right, let's give a warm Mary Jane welcome. Florian Rister, over to you, Florian. Thank you very much. Thank you, guys. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid zu diesem kleinen Vortrag. Ich hoffe, ihr hattet bisher schon einen wunderschönen Tag. Wer letztes Jahr bei meinem Vortrag dabei war, der war etwas anstrengend. Da sind wir in 80 Minuten einmal rund um die Welt gejettet, haben ganz viele Länder besucht, uns überall mit Cannabis beschäftigt, sind überall mal ganz kurz eingetaucht. Heute machen wir es ganz entspannt, heute machen wir es ganz relaxed. Ja, wir haben 45 Minuten Zeit und machen einen kleinen Rundtrip durch Thailand. Ganz, ganz relaxed. Name meines Vortrags: Pattaya statt Pofertjes, Thailand als neues Kiffermecker. Ja, wer schon mal in Holland war, hat eventuell da mal Pofertjes gegessen. Ein leckeres Zeug, was die da haben. Und in Thailand gibt es aber auch leckeres Essen, nämlich Pattaya als bekannteste Speise. Ja, bei Thailand denkt man zunächst mal eben an Strände, Sonne, ja, Chillout, Leben. Und seit letztem Jahr ist eben auch Cannabis als ein ganz großes Schlagwort in der internationalen Wahrnehmung dazugekommen, wenn Menschen über Thailand reden oder einen Thailand-Urlaub planen. Mein Name ist Florian Rister, ich arbeite beim Deutschen Hanfverband, das wurde eingangs schon gesagt, und ich bin eben im Januar diesen Jahres nach Thailand gereist, wollte mir das angucken. Ich habe schon viele andere legale Länder besichtigt, US-Bundesstaaten, Kanada etc. Und von daher war das für mich eigentlich sehr bedeutend, mir das anzuschauen. Auch weil eben seit der Legalisierung im Juni letzten Jahres Thailand sich zu, ja, wie soll ich sagen, einem relativ unregulierten und sehr, sehr spannenden Markt entwickelt hat, der ganz anders aussieht als die anderen legalen Märkte, die wir bisher so gesehen haben und kennengelernt haben. Und darüber möchte ich euch heute ein bisschen berichten. Zunächst mal werde ich ein paar Worte zum Hintergrund verlieren, wie es in Thailand sich so entwickelt hat die letzten Jahrzehnte. Dann kommen wir eben zu der Gesetzesänderung vom Juni letzten Jahres. Und dann werde ich quasi meine kleine Rundreise mit euch durchführen mit vielen Fotos. Erstmal in Bangkok, wo sich so ein bisschen die Cannabis-Szene fokussiert sehr, sehr stark, wo sehr viel Cannabis-Dispensaries und so weiter sind. Und dann im Inland ein bisschen rumreisen, ein bisschen Produktion auch besichtigen dort. Ich habe einen Grow besichtigt dort, einen sehr, sehr großen, da werdet ihr Fotos sehen. Und zum Schluss fliegen wir gemeinsam auf die Insel und gucken uns an, wie das Leben auf den Inseln jetzt aussieht, die ja Touristenschwerpunkt sind. Also zunächst mal zum Hintergrund. Thailand ist kein Entwicklungsland, wie viele Leute glauben, sondern es ist ein Schwellenland mit teilweise sehr stark entwickelter Industrie, auch mit einem gewissen Mittelstand und mit Gutverdienern. Es hat 70 Millionen Einwohner, also ein bisschen weniger als Deutschland, ist aber deutlich größer mit 500.000 Quadratkilometern, ist also sehr viel geringer besiedelt in weiten Teilen. Ein großer Teil der Bevölkerung ballt sich auch im Ballungsraum Bangkok, das sind so 10 bis 20 Millionen. Das heißt, anders als hier in Deutschland haben wir nicht so ein zersiedeltes Inland, sondern wir haben ein relativ dünn besiedeltes Inland. Die Landeswährung Baht ist aktuell so bei 37 Baht für 1 Euro. Das wird eine Rolle spielen nachher noch, weil wir uns ja auch die Preise angucken. Und das Bruttoinlandsprodukt liegt so bei 7.500 US-Dollar, also weit unter dem von Deutschland, aber doch eben kein Entwicklungsland mehr. 2019, vor der Covid-Pandemie, hatten wir etwa 12% des Bruttoinlandsprodukts über Tourismus. Das klingt erstmal nicht viel, bedeutet aber in der Praxis, dass doch ein relativ großer Anteil der Bevölkerung ihr Geld mit Tourismus verdient. Etwa 40-45% der Bevölkerung arbeiten im Dienstleistungsbereich, und von diesem Dienstleistungsbereich ist sicherlich ein nicht unerheblicher Teil vom Tourismus abhängig oder zumindest teilweise vom Tourismus abhängig. Wir hatten auch vor der Covid-Pandemie 40 Millionen ausländische Touristen in Thailand, und für 2023 erwarten wir 25 Millionen internationale Touristen. Es geht also wieder relativ steil bergauf jetzt, nachdem es lange Zeit so wenig war. Zum Vergleich vielleicht mal kurz noch ein, zwei Zahlen. Wir haben in den Niederlanden in 2019 etwa 20 Millionen Touristen aus dem Ausland gehabt. Also 40 Millionen klingt jetzt erstmal in dem Vergleich nicht so viel, ja, wenn die Niederlande halb so viel haben. Man muss aber bedenken, in Thailand gibt es relativ viele Touristen, die relativ lange dort bleiben, ja, auch Leute, die 3 Monate oder länger da bleiben. Es gibt sehr viele Expats, die dort hingesiedelt sind.
Und es gibt sehr, sehr viele junge Menschen und ich sag mal substanzaffine Menschen, die dorthin reisen. Das war schon immer so, dass Menschen, die ein bisschen wilderes Lebensgefühl irgendwie haben, gerne in die südostasiatischen Länder reisen. Und ja, das führt eben dazu, dass ein etwas größerer Anteil der Touristen jünger und partyaffiner ist auch. Ne? Auch aus dem asiatischen Raum, aus China und Japan und so weiter, kommen viele, viele Partytouristen auch dahin. Also, wie gesagt, Thailand Tourismusland und traditionelles Cannabiskonsumland. Ja, schon seit sehr, sehr langer Zeit ist Cannabis dort traditionell verankert in der Bevölkerung. Eigentlich seit Jahrtausenden natürlich. Auch Opium, für Opium war es relativ bekannt. Das sogenannte Golden Triangle ist vielleicht dem einen oder anderen hier ein Begriff. Myanmar, Laos, Thailand. Wir haben am Anfang die Karte auch nicht gehabt. Die war gar nicht drin, weil das hier so ein Fail war. Also Myanmar, Laos und Vietnam und Malaysia grenzen an Thailand an. Das ist also diese Region dort. Und das Dreieck zwischen Myanmar, Laos und Thailand galt eben als Golden Triangle, wo sehr, sehr viel Opium angebaut wurde, wo auch eben früher viele Leute hingereist sind, um Opium zu konsumieren, weil sie sich dem hingezogen gefühlt haben eben. Das hat lange Zeit überdeckt, dass dort eben auch Cannabis sehr, sehr viel angebaut wird und traditionell sehr viel genutzt wurde, weil Cannabis einfach nicht so spannend war wie Opium. Ja, da hat man in den 70ern nicht so viel drüber geredet. Aber tatsächlich ist es eben so. Durch internationalen Druck, ja, vor allem aus den USA, aber auch aus anderen Ländern, haben die Thailänder dann 1979 sehr, sehr strenge Drogengesetze erlassen, die eben lange Haftstrafen vorgesehen haben, bis hin zur Todesstrafe. Es gab also eine Reihe von Todesurteilen, auch gegen Leute wegen Cannabis. Das Ganze hat den kleinen Nebeneffekt, dass es eine relativ weit verbreitete Korruption bei Polizeibeamten gab. Sehr viele Menschen, die dort Urlaub gemacht haben, hatten quasi nicht unbedingt Angst davor, im Gefängnis zu landen, sondern sie hatten immer Angst davor, ausgeplündert zu werden. Man wird erwischt mit ein paar Gramm Cannabis und dann sagt der Polizeibeamte, gut, jetzt gehen wir mal zum Geldautomaten und gucken mal, was da bei dir drauf ist. Also das war ein weit verbreitetes Ding, da berichten ganz viele Leute davon. Und das führt eben auch dazu, dass jetzt nach der Legalisierung für einige Polizeibeamte es relativ schwierig geworden ist. Die verdienen nicht viel Geld dort, ne, die kriegen echt schlechte Gehälter. Und das war eben immer eine Möglichkeit für die, was dazu zu verdienen, richtiges, echtes Geld, Dollars. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil eben diese Gesetzesänderung gekommen ist. 2018 schon die erste Änderung unter der Regierung, die dann auch später die Änderung gemacht hat, medizinische Cannabisnutzung legalisiert mit ärztlicher Verschreibung. Das war erstmal nicht sehr attraktiv. Ja, für Touristen ist das oft nicht attraktiv, zu einem Arzt zu gehen, Wartezeit, Termine ausmachen, Geld bezahlen für einen Arzt etc. Unsicher sein, ob man überhaupt seine Verschreibung bekommt, ob man eine genügende Diagnose hat. Also für Touristen nicht so attraktiv und für die örtliche Bevölkerung halt auch nur bedingt attraktiv, weil die Preise halt höher sind, ne, in diesem legalen System. 2022, wie gesagt, im Juni, 9. Juni 2022, kam dann die Änderung, über die jetzt alle reden, nämlich Cannabis wurde komplett aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen. Ist quasi ersatzlos. Offiziell ist es weiterhin nur für medizinische Zwecke, es ist also nicht als Genussmittel legalisiert worden, es wird überall so kommuniziert, dass es medizinisch ist. Aber es ist keine Verschreibung erforderlich, es ist kein Arzt erforderlich, es ist kein Gespräch erforderlich. Man muss noch nicht mal irgendwie behaupten, man würde es medizinisch nutzen. Viele Leute empfehlen, wenn man mal in eine Polizeikontrolle kommt oder mit der Polizei zu tun hätte, sollte man sagen, naja, ich habe Schlafstörungen oder ich benutze es halt aus irgendwie, mein kleiner Finger tut weh manchmal. Aber mir ist kein Fall bekannt, wo jemand das nicht getan hätte und deswegen Probleme bekommen hätte. Also im Moment scheint es so, dass es eigentlich niemanden interessiert. Nur auf dem Papier steht halt, dass es medizinisch ist. Das hat den Hintergrund, ich habe es letztes Jahr in meinem Vortrag schon erklärt, dass die internationalen Drogengesetze es jedem Staat verbieten, Cannabis vollständig zu legalisieren. Kanada bricht diese internationalen Verträge gnadenlos. Die UNO kritisiert das auch leise, aber gegen Kanada können sie nicht viel machen. Ja, Kanada ist ein großer G8-Industriestaat. Bei Thailand sieht es ein bisschen anders aus. Thailand hat da vielleicht ein bisschen mehr Angst, quasi international in Kritik zu geraten von den Nachbarländern, von der UNO etc. pp. Von daher offiziell medizinisch, inoffiziell völlige Freigabe. Die Regierung hat dann 1 Million Hanfpflanzen an die Bevölkerung verteilt, THC-Hanfpflanzen.
auch das einzigartig im internationalen Vergleich. Kein anderes Land hat gesagt, gut, wir legalisieren und dann sorgen wir gleich mal dafür, dass jeder auch ein Pflänzchen im Garten hat. Ja? Das also auch mit dem Hintergrund, dass die Regierung zumindest in der öffentlichen Kommunikation klar gesagt hat, wir wollen eine Einnahmequelle für unsere Landbevölkerung schaffen. Ja, es gibt einen relativ großen Teil der Bevölkerung, die mit Tourismus ihr Geld verdienen. Es gibt aber auch einen relativ großen Teil, die mit Landwirtschaft ihr Geld verdienen, obwohl die Landwirtschaft auch nur einen kleinen Teil am Bruttoinlandsprodukt hat. Aber relativ viele Kleinbauern, die damit ihr Geld verdienen. Und für die sollte eben die Cannabis-Legalisierung eine zusätzliche Einnahmequelle sein. Entscheidend für diese Änderung war dieser Mann, Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul. Der hat das eben weitestgehend gepusht auch und immer wieder beworben, auch in den Medien, hat sich selber mit Hanfpflanzen gezeigt, hat bei diesen Verteilungsaktionen mitgemacht, stand also dazu und hat das eben so in diesem Land gepusht. Hatte mit seiner Partei etwa, ich glaube, 12% in der letzten Regierung, war also jetzt nicht unbedingt die Mehrheit, aber eine bedeutende Partei. 10,5% hatte er tatsächlich nur in der letzten Regierung. Aber trotzdem, das hat gelangt, um dieses Thema zu pushen, voranzutreiben und am Ende durchzusetzen. Auch einzigartig im internationalen Vergleich, Thailand hat sofort nach der Legalisierung die Türen der Gefängnisse geöffnet. Über 4000 Inhaftierte, die nur wegen Cannabis saßen, also keine Gewalt, keine anderen Substanzen etc., die nur wegen Cannabis saßen, wurden sofort entlassen. Reststrafen sofort gelöscht, Strafregister sofort gelöscht. Ja, die sind nicht mehr vorbestraft, die sind nicht mehr registriert, die sind jetzt freie Bürger ihres Landes. Das ist also bemerkenswert. In allen anderen Ländern und in den meisten US-Bundesstaaten hat das ein bisschen gedauert, bis man dann dazu sich entschieden hat, okay, wir machen auch, wir löschen Strafregister, wir machen eine Amnestieregelung etc. pp. Das fiel vielen Ländern sehr schwer, in Thailand fiel das sehr, sehr einfach. Es gibt keine explizite Cannabis-Steuer aktuell, es gibt also keine extremen Zusatzeinnahmen jetzt für den Staat im Moment. Es gibt eine Mehrwertsteuer auf verkaufte Produkte, so ähnlich wie bei uns, und es gibt eine Arbeitnehmersteuer, wenn man halt arbeitet irgendwo, aber es gibt keine spezifische Cannabis-Steuer. Es gibt keine Mengenbegrenzungen, auch das im internationalen Vergleich bemerkenswert. Ich kann in Thailand in eine Dispensary gehen und 2 Kilogramm Cannabis kaufen, das ist kein Problem, ich kann die auch legal besitzen. Alles gut, alles entspannt. Es war ein Gesetz mit weiteren Detailregelungen geplant, ja, weil, wie gesagt, vieles im Moment eigentlich unreguliert ist. Dieses Gesetz wurde nicht beschlossen im Parlament aufgrund von verschiedenen Widerständen. Der Gesundheitsminister, den ich eben gezeigt habe, hat das scharf kritisiert. Er hat klar gesagt, er würde gerne ein Regulierungsgesetz erlassen. Das ist aber gescheitert im Endeffekt und so sind wir eben immer noch in dieser sehr, sehr unregulierten, sehr wilden Situation jetzt gerade. Verboten bleibt trotzdem Export und Import. Es darf also kein Cannabis ins Land gebracht werden, es darf keins rausgebracht werden. Das ist genauso wie in allen anderen Ländern, die legalisiert haben. Verboten bleiben Haschisch-Extrakte und Edibles über 0,2% THC. Das hat am Anfang zu viel Verwirrung geführt. Ne? Am Anfang, als das Gesetz beschlossen wurde, waren hier alle so, die haben jetzt Cannabis erlaubt, aber nur bis 0,2% THC. Das gilt nur für Haschisch-Extrakte und Edibles. Blüten dürfen so viel THC haben, wie sie wollen. Ja, also Pflanzenmaterial ist davon völlig unbetroffen. Der Verkauf an unter 20-Jährige und der Verkauf an schwangere und stillende Frauen ist verboten. Und der Konsum in der Öffentlichkeit ist komplett verboten. Letzteres wird je nach Region sehr unterschiedlich gehandhabt, meiner Wahrnehmung nach. Und so beginnen wir unsere kleine Reise, nachdem ich jetzt diesen inhaltlichen Input euch geliefert habe, in Bangkok. Ja, da kommen die allermeisten Touristen an, da gehen die meisten internationalen Flüge hin, da ist der größte Flughafen. Und wir wurden begrüßt in dem Hostel, was wir vorher schon gebucht hatten, von diesem Schild. Das ist eine Wahrnehmung, die ich auch überall in allen legalen Ländern gemacht habe. Sobald Cannabis legalisiert wird, fangen Restaurants, Hotels, sonstige Event-Locations etc., Festivals, fangen an, sich Gedanken zu machen, wollen wir, dass hier Cannabis konsumiert wird? Und wenn die sich dann entscheiden, nee, wollen wir nicht, dann hängen die so ein Schild auf. Und dann hat man ganz schnell eine Situation, dass man an sehr vielen Orten im Land eigentlich dann doch wieder nicht konsumieren darf. Ja, also dann trennt sich quasi die Spreu vom Weizen, dann gibt's 420 Friendly und 420 Enemies. Ja, und dann muss man eben damit leben, mehr oder weniger. Also hatten wir erstmal die ersten 2 Nächte im Hostel, wo wir nicht konsumieren durften.
das ist zum Glück nicht so problematisch. Man geht dann durch die Straßen und dann sieht man sehr schnell die ein oder andere Dispensary. Das hier ist eine der größten Dispensaries in Bangkok, das Wonderland. Die haben also so 150 Quadratmeter im Erdgeschoss. Im ersten Stock sind auch nochmal 150 Quadratmeter. Die waren aber Raucherraum und als wir dann da waren, hatte die Bangkoker Stadtregierung schon eine neue Regelung erlassen. Rauchen in Dispensaries ist nicht mehr erlaubt. Der Konsum darf dort nicht mehr stattfinden. Das wird auch nicht in allen Gegenden so streng durchgezogen. Zum Beispiel auf der Khao Sun Road, wo wir dann auch lang gegangen sind. Das ist die bekannteste Touristenmeile, die Partymeile quasi, vergleichbar mit der Reeperbahn. Auf der Khao Sun Road interessiert es niemanden. Da darf man auch in Dispensaries rauchen irgendwie. Ja, warum auch immer. Und dort gab es diesen schönen Laden. Das ist ein Cannabis-Einkaufszentrum. Da sind also so 10, 12 Dispensaries, die sich zusammengeschlossen haben, die in einem Einkaufszentrum sind. In der Mitte ist ein großer Bereich mit Stühlen und Tischen. Man kann es jetzt nicht so gut erkennen. Hier da in der Mitte sitzen die Leute an Tischen. Und da darf geraucht werden. Da hat man dann zum Beispiel solche Auslagen, wo das Cannabis präsentiert wird. Fand ich ganz nett, mal in Weingläsern statt immer nur in Einmachgläsern. Ja, mal ein bisschen schickeres Ambiente. Und hier seht ihr aber auch schon das erste Mal einen Preis. 700 Baht, also roundabout 20 Euro für ein Gramm Cannabis. Das ist also ein relativ hoher Preis und nicht unüblich in Bangkok, leider Gottes. Wie gesagt, Khao Sun Road, Partymeile. Die Leute kommen mit 1,5 Promille in die Dispensary rein. Gib mal ein Pre-Roll, lass mal Pre-Roll rauchen. Und dann kommt es natürlich ganz schnell dazu, dass man mal ein bisschen mit dem Magen Problemchen bekommt. Insbesondere, wenn man Cannabis nicht gewöhnt ist. Ja, viele Leute, die jetzt in Thailand unterwegs sind, haben gar keine Cannabis-Erfahrung, werden dann damit konfrontiert, denken dann, oh ja, das probieren wir mal aus. Gerade wenn dann nach 3, 4 Bier die Stimmung ein bisschen besser ist, dann traut man sich das mal zu probieren. Das führt dann mitunter zu unangenehmen Nebeneffekten. Viele haben das schon mal erlebt. Und in diesem Plantopia, in diesem Einkaufszentrum, muss man dann ein bisschen Strafe bezahlen, wenn man da irgendwo hinspeit. Ja, also ein bisschen vorsichtig sein mit sowas. Was ich sehr schön fand, hier ein Verkaufsschild, ein Regelschild in einer Dispensary. Was sie eben an Regeln sich auferlegt haben, das sind einmal die beiden, die ich vorhin schon genannt habe, die staatlichen Regeln, nicht an unter 20-Jährige, nicht an Schwangere oder Stillende, aber die haben noch drei Regeln dazu geschrieben. Wir verkaufen nicht an Leute mit Herzkrankheiten, wir verkaufen nicht an Leute mit Niereninsuffizienz und wir verkaufen nicht an Leute mit psychischen Erkrankungen. Alles drei kann dieser Laden natürlich nicht kontrollieren. Ja, die sind natürlich überhaupt nicht in der Lage, das zu überprüfen. Aber ich finde es trotzdem interessante Entscheidung und vielleicht gar nicht so dumm, den Konsumenten zu kommunizieren. Hey, wenn ihr in diese drei Kategorien fallt, dann denkt vielleicht nochmal nach, ob ihr wirklich Cannabis konsumieren wollt. Insbesondere, wenn ihr keine Erfahrung damit habt. Ne, wenn jetzt Leute mit einer Herzerkrankung oder mit einer psychischen Erkrankung auf einmal sich ein Gramm Pur-Joint mit 32% THC reinziehen, kann das Probleme auslösen, da muss man einfach aufpassen und insofern fand ich das ganz angenehm, dass die hier mal mehr gemacht haben, als das Gesetz von ihnen verlangt. Einfach um die Leute ein bisschen Awareness quasi dafür zu schaffen. Relativ viele Dispensaries in Bangkok sehen so aus. Du hast ein Restaurant oder Geschäft oder irgendetwas, was dann quasi einen kleinen Seitenbereich absperrt mit Glas oder mit einem Band oder wie auch immer. Und da wird dann das Cannabis verkauft. Also die haben schon einen bestehenden Laden, machen schon ihren Umsatz und wollen einfach noch ein bisschen Zusatzumsatz, Zusatzgewinne machen und schaffen so eine kleine Area an der Seite. Fand ich persönlich jetzt nicht so sympathisch, aber es ist eine Möglichkeit für diese bestehenden Geschäfte eben, einfach zusätzliche Gewinne zu machen noch. Das hier war quasi ja unsere Lieblingsdispensary, kann man so sagen, in Bangkok zumindestens. Nicht unbedingt wegen dem tollen Interieur, den schicken Möbeln und den schicken Designs, die da verwendet haben, sondern weil dieser Mann mit dem weißen T-Shirt sich richtig, richtig gut auskannte. Der war vorher in Oregon, in Kalifornien, hatte da den legalen Markt besichtigt, sprach exzellent Englisch und kannte sich mit Cannabis aus. Alles drei Dinge, die man in einer normalen Dispensary in Bangkok nicht vorfinden wird. Die meisten VerkäuferInnen sind junge Leute, die sich sehr wenig mit Cannabis auskennen, sehr wenig damit beschäftigen. In Thailand generell, muss man sagen, gab es eben bis vor 2 Jahren keine Strain-Kultur. Ja, es gab natürlich eine Cannabiskultur, die aber halt hauptsächlich auf die traditionellen Thai-Sativa-Sorten sich bezog. Eine Kultur rund um die 30.000 Strains, die wir jetzt hier in Europa und USA mittlerweile haben, die gab es einfach nicht.
Und insofern kannten sich die meisten Verkäufer da nicht aus. Er kannte sich sehr gut aus und er war auch ehrlich. Ja? Er hat uns sehr, sehr vieles erklärt zu dem System, unter anderem eben auch die Tatsache, dass sehr viel Cannabis importiert wird. Die thailändische Regierung hat ja Cannabis so legalisiert. Ja, während unsere Regierung vor 2 Jahren gesagt hat, ja, wir wollen das machen und bis heute nicht zu Potte kommt und wir bis heute irgendwie da sitzen und uns denken, ja, wann kommt denn jetzt mal was, haben die Thailänder quasi Schnipp gemacht und dann war das Gesetz da. Und also nein, das Gesetz war weg. Es gibt ja kein neues Gesetz. Das Gesetz war weg, das alte. Und auf einmal durfte man es verkaufen. Und dann haben überall Geschäfte eröffnet und haben angefangen, Cannabis zu verkaufen. Es gab aber noch keine inländische Produktion von Indoor, High Quality, Different Strains und so weiter. Das heißt, das, was die Touristen wollen, nämlich diese Indoor-Blüten, dicke Nuggets und so weiter, das war einfach nicht verfügbar im Land. Also musste das alles importiert werden. Es kam sehr, sehr viel amerikanisches Cannabis. Und wir haben das auch gesehen in den Dispensaries. Man erkennt das dann oft, dass es halt sehr dicke, rundgeschälte Nuggets sind. In den USA trimmen die oft sehr rund. Also da ist kein Blättchen, kein Härchen mehr dran. Da ist, das ist einfach ein runder Ball mehr oder weniger. Und sowas hat man in Bangkok doch sehr, sehr häufig auch gesehen. Die meisten Dispensary-Betreiber verleugnen, dass das Importware ist, weil sie nicht selber importieren dürfen und weil es irgendwie illegal ist und so. Er, also der gute Mann hier eben auf dem Foto, war da sehr, sehr offen, sehr transparent und hat uns ganz klar gesagt, ja, natürlich, ein Großteil von dem Zeug hier ist Import, keine Frage. Der hatte aber auch günstigere Sachen und halt das hier war ein Gewächshaus-Cannabis, 8% CBD für 350 Baht, 10 Euro. Da sind wir schon in einem Bereich, da kann man schon mal drüber reden. Ja? Natürlich immer noch für Touristen ein akzeptabler Preis, für die Leute vor Ort, für Geringverdiener vor Ort, immer noch völlig utopische Preise, ja, immer noch völlig unrealisierbar, wird kein Gering- oder Mittelverdiener in Thailand sich kaufen. Ja, dort durften wir dann auch im Freien konsumieren. Ach so, genau, das ist nämlich der Gag. Der gute Mann hat nicht nur diese schöne Dispensary eingerichtet und sich da wahnsinnig viel Mühe bei der Einrichtung gegeben, der war auch schlau beim juristischen Design, der sagt nämlich, hier ist die Grenze, links davon ist Dispensary, rechts davon ist Bar. Also dieser Stuhl, dieser Tisch und der Stuhl, der daneben dran steht, die man nicht sieht, sind die Bar und in der Bar darf man kiffen, in der Dispensary nicht. Aufgepasst, ja, so. Und dann konnten wir also hier sitzen, schön auf die Straße gucken, entspannt rauchen, interessiert keinen, stört keinen, alles gut. Also auf der Straße rumlaufen, kiffen, nicht so gut, hier sitzen, ist okay. Ja, man muss also immer ein bisschen gucken, man sollte mit den Leuten kommunizieren, in Thailand nicht einfach drauf losrauchen. Jo, wir haben diese Bar noch gesehen, die fand ich ganz schön, weil dort eben nicht nur Cannabis konsumiert werden durfte, sondern auch diverse Alkoholiker. Ja, hier gibt's also Cocktails aller Art, wirklich gutes Zeug auch. Nicht mein Ding, aber definitiv etwas, was natürlich für viele Leute interessant ist, Cannabis und Alkohol gleichzeitig zu sich zu nehmen, den ganzen Abend quasi dort zu verbringen und beide Substanzen zu haben, die man gerne genießt. Wer es braucht, da besteht eben die Möglichkeit. Wir wissen, in Holland gab es das früher auch noch relativ häufig. Mittlerweile findet man kaum noch Coffeeshops, die auch Alkohol verkaufen, die eine Lizenz haben, auch Alkohol anzubieten. Das wird immer mehr reduziert. Die Thailänder sind nicht nur bei Cannabis weiter als wir, die sind auch bei Tabak weiter als wir. Die haben es nämlich tatsächlich so weit gebracht, so weit getrieben, dass man die Markenlabels gar nicht mehr erkennt. So wie Simon vorhin in seinem Vortrag gesagt hat, die neutralen Verpackungen, die es in Kanada für Cannabis gibt, die haben wir hier eben für Tabak. Nur sind sie nicht ganz neutral, sondern eben auch noch mit den Warnbildern versehen, mit den Horrorbildern, die eben Tabak auslösen kann, die dieses gefährliche Gift, muss man sagen, in unserer Gesellschaft auslöst. Fand ich doch zumindest bemerkenswert, dieser Unterschied. Gerade auch, weil in Thailand Tabakrauchen extrem verbreitet ist. Wirklich wie hier vor 30 Jahren eigentlich. Ja, wie gesagt, es wird nicht nur in lizenzierten Dispensaries verkauft oder in unlizenzierten Dispensaries, sondern sehr, sehr viel auch auf Märkten, insbesondere Night Markets. Die berühmten Night Markets in Bangkok sind ja teilweise die ganze Nacht offen. Das hier war einer der ersten, den wir gesehen haben. Der hat also seinen Kofferraum einfach aufgeklappt und daraus verkauft. Der hatte auch Haschisch und Extrakte. Leider war ich da noch sehr schüchtern und hatte gedacht so, oh, das ist ein Verbrecher. Ich darf den jetzt nicht einfach fotografieren. Der mag das vielleicht nicht, dass ich ihn fotografiere. Hab das so ein bisschen so hinter der Dame da vorsichtig gemacht. Im Laufe der Tage habe ich dann realisiert, dass es den Thailändern völlig egal,
die werden gerne fotografiert und die haben keine Angst vor Repression, weil es gibt keine Repression mehr. Auch wenn man auf dem Night Market Cannabis verkauft, wird man im besten Fall weggeschickt. Ja, also es scheint einfach so, dass das sehr, sehr entspannt ist vor Ort. Ja, früher hätte ein Night Market Stand quasi so ausgesehen, dass das hier alles nicht da ist. Da hätte man halt nur sein Cialis und Viagra und Fake-Medikamente bekommen und hier oben irgendwie Vibrator und was weiß ich was. Mittlerweile wurden viele dieser Stände halt erweitert, einfach um Cannabis. Hier sehen wir einen Stand, der hat eben Cannabis-Zigaretten angeboten, vorgepackte Zigaretten, sodass man nicht so einen auffälligen Joint irgendwie rauchen muss, sondern so eine unauffällige Zigarette. Ja, damit kommt man also in der Öffentlichkeit gut durch und hat keine Probleme. Dieses Press-Cannabis ist quasi das traditionelle Cannabis in Thailand. So wurde das dort früher konsumiert. Wir haben verzweifelt nach diesen berühmten Thai-Sticks gesucht, die so umwickelt sind, an einem Stick so geschnürt. Haben wir nicht gefunden. Gibt's de facto kaum noch irgendwie. Vielleicht gibt's die irgendwo, aber auf den Märkten eigentlich nicht. Das Übliche ist so klassisches Thai-Sativa mit Samen, mit Stängeln, mit Blättern, gepresst in Blöcke. Das wird dann in so 5 Kilo oder 1 Kilo Blöcke gepresst und dann schneiden die das mit Messer, wie man bei uns das Haschisch schneidet, und verkaufen das. Und hier seht ihr extrem günstige Preise. Wir haben hier Preise von 10 Baht für 1 Gramm. Das sind so 30 Cent ungefähr. Ja, das ist also das, was die Locals, die nicht so viel verdienen, kaufen, schon ewig gekauft haben und wahrscheinlich auch erstmal weiterhin konsumieren werden. Wir sehen in vielen Dispensaries Pflanzen. Es gibt offenen Pflanzenverkauf auch, es gibt Stecklinge und wir sehen auch viele Pflanzen als Dekoration. Auf den Night Markets auch, Pflanzen relativ verbreitet. Hier eine Dekopflanze, die direkt vor einer Dispensary stand, wo also Leute im Vorbeigehen theoretisch auch die Blüte abpflücken könnten. Die ist, würde ich sagen, in der 6. Woche oder so. Aber das passiert nicht. Wir haben gefragt, hey, klaut hier nicht jemand die so? Habt ihr da nicht Angst? Nö, das passiert nicht, das ist unrealistisch, das macht keiner. Gibt doch genug Cannabis. So. Hier haben wir eine Pflanze gesehen vor einer Näherei. Die nähen also so Mönchskutten und haben keinerlei Interesse an Touristen, haben keinerlei monetären, kommerziellen Grund, warum diese Pflanze da steht. Die steht einfach nur so da, einfach weil sie schön ist, so wie da auch eine Yucca stehen könnte oder sonst irgendwas. Hier nochmal sowas Ähnliches. Das ist ein Vorgarten quasi von Privatleuten hier, direkt an der, an einem kleinen Weg, an einer kleinen Gasse. Auch dort steht Cannabis einfach so rum. Ich weiß nicht, ob die das am Ende abernten wollen, vielleicht. Also die Pflanze davor hat man ja gesehen, die wird definitiv nicht mehr abgeerntet. Die wird keine Blüten mehr produzieren, dafür ist die nicht gesund genug. Die hier könnte das vielleicht. Aber letzten Endes ist es den Leuten vielleicht auch nicht so wichtig. Sie haben die einfach, weil sie jetzt halt legal ist und weil es irgendwie nett ist. Es gibt keine kommerzielle Werbung für THC-Produkte in Thailand, obwohl das eigentlich aus meiner Sicht nicht verboten ist. Es hat niemand mir gesagt, das wäre verboten, aber wir haben es nirgendwo gesehen. Dafür gibt es relativ viel Werbung für CBD. Ja, also große Tafeln, diverseste Werbeformate für CBD. Das heißt, CBD ist immer noch ein großer Markt dort oder jetzt erst recht ein großer Markt durch diese Legalisierung, weil die Menschen sich mehr damit beschäftigen und sich mehr öffnen dafür. Probleme damit weiterhin, es gibt sehr unklare Lizenzbedingungen, ich habe es schon angedeutet, man weiß, also man muss quasi jemanden fragen, so ja, meinst du, ich krieg hier eine Lizenz, wo muss ich die beantragen, etc. Das ist alles nicht so ganz geklärt, man kann es nicht einfach googeln, ja, wie kriege ich denn jetzt meine Lizenz in Bangkok? Da gibt's auch viel Vetternwirtschaft scheinbar, ne? Also wenn man den Cousin vom Polizisten kennt, der immer in der Straße auf und ab läuft, dann ist es deutlich einfacher, da sowas zu machen oder da vielleicht auch dann die Leute rauchen zu lassen vor der Dispensary, als wenn man den Cousin vom Polizisten nicht kennt. Es gibt keinerlei Qualitätskontrollen von staatlicher Seite, es gibt keine Überwachung, ja, also häufig wird auch der THC-Gehalt nicht angegeben auf den Produkten. Nie wurde irgendwo angegeben, dass Pestizide, Fungizide, Schwermetalle oder sonst irgendwas getestet worden wäre. Also ich behaupte, 99% von dem Cannabis dort wird nicht getestet oder wenn, dann wurde es in den USA getestet, weil es von dort importiert wurde. Aber das Allermeiste ist eher ungetestet. Und wie gesagt, weiterhin illegaler Import und illegale Edibles. Sehr, sehr viele Dispensaries verkaufen Edibles, weil es auch eine Tradition da ist, Speisen mit Cannabis anzubieten. Aber das ist eben nicht legal. So, dann sind wir durchs Inland gereist. Andreas, ich brauche noch 10 Minuten leider. Wir haben ein bisschen später angefangen, ja.
dann sind wir durchs Inland gereist und haben in Nam Tok, in einer sehr, sehr kleinen Stadt, eine Dispensary gesucht und dann war das die örtliche Tankstelle. Also die einzige Tankstelle in dem Ort war auch die einzige Dispensary. Und dann waren wir ganz happy, dass wir in so einer kleinen Stadt überhaupt eine Dispensary gefunden haben, dass die auch noch so einen schönen großen Baum hier vorne an der Straße stehen hatten. Das war also sehr angenehm. Dann haben die hier noch ihre Stecklinge, die sie verkaufen, hier noch mehr. Alles direkt an der Tankstelle, waren wir super surprised, sehr, sehr schön. Ja, so wie man bei uns einen kurzen kauft an der Tankstelle, kann man da ein Gramm Gras kaufen oder seine 5 Pflänzchen für den Garten oder was. Alles easy. Und die hatten auch Thai-Stick hier, also klassische Thai-Genetik, die modern getrocknet und verpackt ist und nicht so in so Blöcke gepresst wurde für 250 Baht. Das kann man jetzt nicht lesen wahrscheinlich von euch aus, aber 250 Baht ist also 8 Euro, 7 Euro. Da bewegen wir uns in moderaten Bereichen schon wieder. Die hatten Alkoholshots mit Cannabis. Und dann sind wir weitergefahren, nochmal so 50, 60 Kilometer nach Nordwesten. Also wir sind schon nordwestlich von Bangkok jetzt regional. Und dann sind wir weitergefahren und haben gedacht, okay, ja, jetzt wird es wahrscheinlich keine Dispensaries mehr geben auf dem Weg. Google Maps hat auch keine mehr angezeigt. Und dann sind wir aber an unzähligen Pflanzen vorbeigekommen. Immer wieder standen direkt am Straßenrand Pflanzen oder Hinweisschilder. Hey, hier kannst du Gras kaufen. Hey, lalala. Und so haben wir dann also festgestellt, die Besonderheit an diesem kleinen Örtchen Nam Tok war nicht, dass es dort eine Dispensary gab, sondern dass es dort eine Tankstelle gab. Weil eine Tankstelle gab es nicht mehr die nächsten 70 Kilometer. Also das fanden wir doch sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Pflanzungen gesehen dann auf dem Weg. Das hier ist quasi die Thai Sativa in ihrer vollen Pracht, in ihrer vollen Blüte. Sehr, sehr hochgewachsen, sehr lange Blüten, sehr dicke Blüten, aber super fluffig, super wenig dran. So sehen die dann aus. In Nam Tok am Bahnhof stand auch noch eine Pflanze rum. Ich nehme an, der Bahnhofsvorsteher wird die da hingesetzt haben, in so einem schönen Topf, ordentlich gemacht. Ja, die steht da einfach als Deko. Und öffentlicher Konsum, wie ihr seht, hat da dann auch niemanden mehr interessiert. Ja, das ist auf dem Land, das ist dann, also ja, interessiert keinen. Wir hatten das große Glück, dann einen sehr, sehr großen Grow besichtigen zu können. Und zwar in der Nähe von Kanchanaburi von der Firma Zenhwa. Einer der größten Grows in Thailand tatsächlich. Und schon vor dem Tor, vor dem Zaun quasi, stand diese Dekopflanze. Also auch hier Cannabis offen zugänglich, auch angeblüht schon. Das also bemerkenswert. Auch im Produktionsgelände, was eingezäunt ist, überall Dekopflanzen. Das sind keine Produktionspflanzen, die werden nicht geerntet. Das ist einfach nur Deko für die Gäste. Ja, die hast du, gönn dir. Das sind die Indoor-Produktionscontainer, die dort stehen haben. Sehr simples Setup, einfach nur Metallcontainer quasi hingestellt mit einem Dach. Mir hat da die Beschattung noch gefehlt, weil das wird natürlich sehr, sehr warm da drin, weil die ein Metallblechdach haben. Alles mit Klimaanlage, damit die Pflanzen sich wohlfühlen dann da drin. Von diesen Containern haben die 40 Stück mit jeweils 1200 Pflanzen. Das kann man auf einem Foto gar nicht abbilden, aber das sind 40 von diesen Containern, insgesamt ja 48.000 Pflanzen, sehr, sehr groß. Ja, auch für mich, ich habe in Kalifornien einige Grows besichtigt, aber das sind schon sehr, sehr große Zahlen auch. Wenn man reinkommt, erstmal Überwachungskamera und dann durften wir in 2 Container rein. Die wollten uns natürlich nicht in jeden Container reinlassen, wegen Viechern und Pestiziden und so. Ne? Dafür auch die Kameras, dass man als Grower quasi erstmal von außen gucken kann, wie geht es meinen Pflanzen, wie fühlen die sich. Und das ist dann der zweite Container gewesen in voller Pracht, in voller Blüte. Hier sieht man ganz schön, die haben keine 100% homogenisierten Genetiken. Ja, die wollen da natürlich hinkommen, dass die in einem Container einen Phänotyp haben von einer Sorte. Im Moment ist es aber so, dass sie einfach noch nicht genügend Mutterpflanzen haben. Sie bauen alles noch auf. Sie brauchen quasi, um einen Container mit 1200 identischen Phänotypen zu bestücken, brauchen sie 50 Mütter, 80 Mütter, würde ich mal sagen, vielleicht ein bisschen mehr sogar noch. Und das muss man erstmal aufbauen, ne? So eine Stecklingsproduktion. Ja, wir sehen es alle gerne, deswegen habe ich es reingepackt. Gewächshäuser haben sie auch, leider nur 2 und nur zur Vorzucht für den Outdoor-Bereich. Ich habe gesagt, Leute, ihr braucht Gewächshäuser zur Blüte. Ja? Ihr braucht Gewächshäuser mit Zusatzbeleuchtung zur Blüte, damit ihr die gleiche Qualität, die ihr Indoor produziert, mit eurem Sonnenlicht produzieren könnt, was 365 Tage im Jahr quasi scheint oder 350 und sehr, sehr gleichmäßig, sehr intensiv.
Aber da haben sie bisher nicht rein investiert, weil so eine Gewächshaus-Blütekonfiguration ist teurer zu bauen als eine Indoor-Blütekonfiguration. Man braucht ein Gewächshaus, was sich automatisch beschattet, was Sensoren dran hat quasi für das Licht von außen. Man braucht eine gute Belüftung da drin. Gut, die braucht man Indoor auch, aber im Gewächshaus ist größer, ist ein bisschen schwieriger umzusetzen. Diese kleinen Container, die die da haben, ist halt sehr simpel skalierbar, kann man sehr simpel immer weiter ausbauen. Aber tendenziell wissen die halt auch, okay, mit Gewächshäusern können wir Geld sparen, können wir Strom sparen, können wir günstiger produzieren, perspektivisch. Vorerst aber nur die Vorzucht. Hintergrund des Ganzen ist halt in Thailand üblicherweise, es ist sehr äquatornah, deswegen üblicherweise so 12, 13 Stunden Licht pro Tag. Es wird nicht viel mehr. Deswegen, wenn man Pflanzen großziehen will, die meisten von euch wissen, es braucht man 17, 18 Stunden Licht. Und das können die eben nur im Gewächshaus abbilden. So, hier seht ihr das Feld in der einen Richtung und hier seht ihr ein wunderschönes Panoramafoto mit dem Handy gemacht. Das sieht ein bisschen bescheuert aus, aber stellt euch vor, ihr steht hier, das hier ist links, das hier ist rechts und das hier ist geradeaus. Und da kann man ungefähr ermessen, wie viel das ist. Das sind ungefähr 320.000 Pflanzen, die Outdoor stehen haben. 320.000. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein großes Outdoor-Feld gesehen. Doch, in Marokko natürlich, aber die in Marokko waren halt illegal. Ne? Das hier ist legale Produktion mit Bewässerung, geradlinig aufgebaut, mit Niedriglohn-Mitarbeitern, die das Ganze bewirtschaften. Ja, kommen wir zur medizinischen und kulinarischen Nutzung. Beides in Thailand traditionell sehr verankert. Die thailändische traditionelle Medizin, auch die chinesische traditionelle Medizin, kannte Cannabis seit Jahrtausenden. Na, das wird jetzt langsam wieder belebt. Wir haben ein sogenanntes Herbal Therapeutic Center besichtigt. Dort gibt es verschiedene Kräuter zu verschiedenen Krankheiten, aber Schwerpunkt halt mittlerweile Cannabis. Und dort kann man eben mit einem Arzt sprechen, sich eine ärztliche Verordnung geben lassen und dann Blüten kaufen, Blätter kaufen, alles Mögliche, aber auch Extrakt. Hier haben wir einen Extrakt mit etwa 60% THC. Das ist also in der normalen Dispensary nicht legal erhältlich. Hier im Therapeutic Center mit ärztlicher Verordnung geht das. Dann haben wir lange nach einem Restaurant gesucht, wo wir Speisen bekommen mit Cannabis. Das ist immer noch relativ schwierig, weil es eben irgendwie offiziell scheinbar verboten ist. Aber wir haben dann eins gefunden, die machen keine Infused Dinners, also keine mit THC explizit, aber die kochen mit Hanf. Also die kochen mit Hanfblättern. Jetzt denkt man erstmal, naja, so ein Hanfblatt schmeckt ja jetzt nicht unbedingt so doll, ist auch roh nicht so lecker. Aber wenn man damit kocht, wenn man das in eine Gewürzkomposition einbindet, ist es wirklich sehr, sehr lecker. Also ich war wirklich überrascht, wie gut das schmeckt, solche Hanfblätter einfach im Essen drin zu haben. So. Dann haben wir also ganz viel Cannabis gesehen gehabt in Thailand und dachten uns so, jetzt haben wir gearbeitet eine Zeit lang, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen entspannen und dann heißt das ab auf die Insel. In Thailand gibt es etwa 500 Inseln und das ist so ein bisschen der Touristenschwerpunkt. Ganz viele Touristen zieht es dahin, da ist es eigentlich immer warm und schönes Klima und man hat ganz viel Strände und Meer und alles ist schön. Es gibt Inseln für Party, es gibt Inseln für Tauchen, es gibt Inseln für Natur und es gibt Inseln für Kiffer. Wir entschieden uns dann für Letzteres, ja, Koh Phayam, eine relativ naturbelassene Insel, die zwar Tourismus hat, ne, relativ viel Tourismus hat, aber eben schwerpunktmäßig Hippies, schwerpunktmäßig Aussteiger und Cannabiskonsumenten, schon immer, schon seit 20 Jahren. Die örtlichen Polizeichefs haben quasi vor 20, 30 Jahren schon kein Cannabis mehr verfolgt. Das haben uns alle dort gesagt. Solange die Bundespolizei nicht auf der Insel war, gab es da keine Anzeigen wegen Cannabis. Da haben alle offen konsumiert. Jetzt gibt es aber auch eine offizielle Dispensary. Ja, auf der ganzen Insel gibt es eine Dispensary, die eine Lizenz beantragen will. Das ist die hier. Wir haben uns dann den Spaß gemacht, denen noch diese schönen Aufkleber zu schenken. Die haben sie natürlich dankend angebracht, weil sie eben sehr viele deutsche Touristen auch haben. Ja, aber neben dieser einen Dispensary gab es noch Dutzende, ich würde mal sagen so 50 andere Restaurants, Bars, Geschäfte, Läden, die auch Cannabis verkauft haben. Teilweise mit so amüsanten Schildern wie diesem hier. Yes, we have Malihauna. Die Thailänder haben durchaus Humor mit ihrem kleinen L- und R-Fehler. Ja, das ist durchaus nett gemeint. Hier haben wir
outdoor vor Ort auf der Insel angebautes Cannabis. Wie ihr seht, völlig struppig und versamt, aber dafür gab es das auch für 20 Cent das Gramm oder so zu kaufen bei dem Händler. Das ist eine klassische traditionelle Bong in Thailand, die Bambusbong. Die haben dort die Menschen seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden so geraucht. Ich persönlich fand es jetzt nicht so angenehm. Ne? Das ist ja auch mit Heißkleber so zusammengewurschtelt irgendwie, das Chillum da reingeklebt. Nicht so doll, aber funktioniert, tut ihren Zweck und wird eben so von sehr vielen Leuten genutzt. Das führt auch dazu, dass in fast jeder Dispensary Pre-Roll Joints verkauft werden, weil die Thailänder keine Joints bauen können und manche Touristen halt auch nicht. Deswegen ist das dort ein sehr begehrtes Angebot. Pflanzen auf der Insel überall, also in Restaurants, Deko, Vorläden, überall eigentlich präsent. Wir haben uns dann natürlich auch eine geholt als Deko für unser kleines Apartment, in eine kleine Kokosnuss gepflanzt. Das erschien mir sehr sinnvoll und logisch. Und ja, wenn man Cannabis outdoor anbaut und es nichts kostet, dann kann man auch einfach mal einen Tee daraus brühen, ja, was unsere Apotheker oder Ärzte manchmal kommunizieren, beziehungsweise in der Monographie hier in Deutschland für medizinisches Cannabis steht, brüh dir doch einen Tee auf. Was von den Wirkstoffen her natürlich völlig bescheuert ist, kann man da machen, einfach nur, weil es gut schmeckt. Ja, einfach, weil es einen leichten Cannabis-Geschmack ins Wasser bringt und ja, ist ganz nett. Und last but not least sehen wir dieses Schild. Das sind also Schilder, wie wir sie in sehr vielen Entwicklungsländern sehen, wo dazu aufgerufen wird, Leute zu melden, zu denunzieren, die man mit Drogen antrifft oder wo man den Verdacht hat, dass die Drogen transportieren oder schmuggeln. Und hier ist Marihuana immer noch drauf. Das Schild wurde also noch nicht erneuert. Offensichtlich sind die Polizeibehörden sich noch nicht so ganz so sicher, ob sie das wirklich quasi adaptieren, die Gesetzgebung, oder ob sie einfach so weitermachen wie bisher. Zu den Zukunftsaussichten. Viele werden es mitbekommen haben oder gelesen haben. Die deutschen Medien haben auch ein bisschen berichtet. Am 14.05. wurde eine neue Regierung gewählt in Thailand. Und da ist die Partei des bisherigen Gesundheitsministers zwar beteiligt, aber mit deutlich weniger Prozenten. Eine neue Partei ist da reingekommen, die relativ viele Prozente hat, ich glaube so 15 oder so. Und die drohen damit, den Cannabisverkauf wieder abzuschaffen bzw. einzuschränken. Also sie haben Wahlversprechen gehabt, wir schaffen die Legalisierung ab, das ist alles Quatsch. Jetzt sieht es im Moment so aus, dass sie wahrscheinlich das eher einschränken werden in irgendeiner Form. Ne? Es gibt da Verhandlungen. Die Leute, mit denen ich da jetzt Kontakt habe, sind zunehmend unsicher. Am Anfang, als sie gewählt wurden, haben die noch gesagt, ach Quatsch, die machen das eh nicht, das ist etabliert, wir haben 6.000 oder 10.000 Dispensaries im Land, die können das nicht wieder wegmachen. Ja, man kriegt die Katze nicht wieder in den Sack reingestopft, das funktioniert nicht. Mittlerweile gibt es doch bei einigen ein bisschen Angst, dass es schwierig werden könnte. Mein Fazit, ganz klar, Thailand über Niederlande. Ja, als Reiseland ist es überlegen, es ist warm, es ist schön, es fühlt sich einfach gut an. Cannabis im Warmen zu konsumieren macht ein bisschen mehr Spaß als im Kalten. Also kann ich grundsätzlich nur empfehlen, dorthin zu reisen. Es ist natürlich nicht die gleiche Cannabis-Verfügbarkeit, wie man sie in Kalifornien oder in Holland eben auch kennt, was Haschisch und Extrakte angeht. Also die Vielfalt hat man dort nicht so abgebildet. Aber es ist doch ein schöneres Reiseland und ich würde sagen, ein größerer Cannabis-Genuss. Und es ist eben maximale Deregulierung. Ja, also es ist definitiv sehr spannend zu sehen. Die Deko-Hanfpflanzen habe ich so nirgendwo anders erlebt und halte ich für einen relativ angenehmen Aspekt dieses Landes. Und ich denke, da würde ich gerne auch in Deutschland hinkommen, dass wir Hanf eben nicht nur versteckt im stillen Kämmerlein in der Box ziehen dürfen, um daraus Blüten zu gewinnen, sondern ich würde die auch gerne auf dem Küchentisch stehen haben oder im Vorgarten stehen haben, einfach nur als Dekoration. Finales Fazit, nirgendwo ist Cannabis so legal wie in Thailand im Moment. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo es so legal, so entspannt ist, obwohl es nicht legal ist. Es ist nur medizinisch. Interessiert aber vor Ort niemanden. Es ist alles relaxed. Die Sonne scheint. Wir rauchen Gras. Vielen Dank.